Liebe Erdingerinnen und Erdinger, heute bin ich einmal mehr im Stadtpark von Erding. Und neben mir ist bereits der Hinweis, dass demnächst ein Kunstpfad das Rondell des Stadtparks bereichert und erweitert. Dazu möchte ich Sie natürlich herzlich einladen. Es hat aber auch einen weiteren Grund, dass ich vor diesem Modell eines Hundes stehe. Es ist mir ein bisschen Sorge, mit welcher Tonlage man in der Stadt Erding umgeht, zwischen den Hundebesitzern, den Bürgerinnen und Bürgern oder auch den Radfahrern. Und gerade hier im Stadtpark möchte ich dafür werben, Eigenverantwortung zu übernehmen, an die anderen zu denken, wenn man seinen Hund durch den Stadtpark führt, dass er bitte angeleint ist, aber dass auch die Radfahrer mit Maß und Ziel vernünftig darauf achten, dass vor allem hier in der Nachbarschaft die vielen Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Altenheime hier ihre Natur erleben können, aber nicht beeinträchtigt werden möchten. Kurzum, ich bitte ganz herzlich, mit Maß und Ziel die Nutzungen hier im Stadtpark zu genießen und sich nicht gegenseitig das Leben schwer zu machen.